So. An und betätigen. Jawohl, so geht das. Und jetzt können wir wieder alle hopp, hopp, hopp machen. Nicht wahr, George? Hippity hoppity hoppity. Bungee-Sprung ohne Seil. Yeah. Canyonero. Yeah. Hat das Spiel sich das jetzt hier gemerkt? Nein, natürlich nicht. Folge mir. Okay, es hört davon hier nicht. Zack. Aber bisher ist alles machbar. Also das Game ist auch gar nicht so schwer, wenn man... Folge mir. ...nicht irgendwelche Secrets nachjagt. Abseits des Weges, den man... ...den Weg, den man braucht, um nur durchzukommen, der ist echt nicht schwierig. Also ich finde, Überleben ist nicht schwer, aber wenn man so nicht den Secrets nähert und Mudokons retten will, wird es schwierig. Aber hier scheinen wirklich keine zu sein. Außer die, die uns... Das sieht nach einer Falle aus. Außer die, die uns diese Explosionsfähigkeiten geben, aber die sind ja hier nicht versklavt. Das war klar. Wow. Holy crapness! Ah. Aber wir sind drüben. Das ist gut. Aber war ja klar, dass ich nicht alle Bildschirme hinkriege auf einmal. Das wäre ja... Oh, wir sind schon wieder hier. Cool. Entwickler, seid ihr betrunken? Ihr seid gerade viel zu freundlich. Und nein, ich wollte nicht auf George. Ich wollte George gerade nicht besteigen. Ich wollte hier hoch. Denn hier scheint... ein dummer... von Epilepsie geplagter... Gegner zu sein, der... erstmal hier seinen Kumpel erschießt und dann auch diesen Kumpel erschießt und dann werde ich mit ihm in diese schöne Mine rennen. Was passiert, wenn ich den Hebel betätige, wo Boom steht? Okay, hier ist nichts weiter. Ah, okay. Hihi, das hat gut geklappt. Jusch. Und weiter geht's in der sexy Wüstenlandschaft. Und wir haben immer noch keinen einzigen Scrap gesehen, was mir nicht gefällt. Denn das heißt, wir haben hier noch einiges zu tun. Ich glaube nicht, dass uns nur ein paar Scraps erwarten und dann sind wir hier fertig. Das sind hier noch ordentlich am Anfang, glaube ich. Neuer Speicherpunkt? Jawohl. Sehen wir mal, was die Glühwürmchen zu sagen haben. Vielleicht mal was Neues. Elum, warte. Hier. Okay. Sack getan. Erkunden wir die Lage. Das sieht fairly easy aus. Okay, noch nicht. Wäre auch wirklich zu einfach gewesen. Mal wäre nice hier. Mal wieder ein bisschen Geschicklichkeit. Und verdammt schnell sein muss man. Wow. Hallo. Hallo. Okay, das hatten wir schon mal. Was? War falsch? Folge mir. Ah, okay. Hallo. Oh, mein Gehirn funktioniert anscheinend gerade nicht. Hallo. Okay, jetzt hab ich's. Hallo.
Okay. Jawohl. Ich weiß schon, was ich damit Kaboom mache. Ich weiß nicht. Doch, du weißt schon, Abe. Du weißt, was ich will. Bam! Massive Explosion. Hi. Das hat geklappt. Ich weiß auch schon, was ich mit dir mache. Glaube jedenfalls zu wissen. Hi. Ich bin Mr. Slick. Ich habe eine komische Schnauze, aber ein fettes Maschinengewehr. Hallo. Hallo. Hi. Boom-Shakalaka. Boom. Das läuft auch gut, Leute. Wir kommen hier echt ordentlich durch gerade. Wie gesagt, wenn man nicht Leute retten muss, ist das Spiel gar nicht so schwer. Wenn es wirklich nur ums Durchkommen geht. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen alles schaffen. Und daher stellen wir uns auch den craziest, den beklopptesten Herausforderungen. Weil wir sind ehrgeizig. Noch mal die Explosion Power brauchen. Ich probiere es erstmal so. Wow. Eine neue Message für uns. Auf Wiedersehen. Oh, scheiße. Ich ahne, uns stehen die Scraps bevor. Die würden unser Elon wahrscheinlich zerfleischen. Okay, streiche. Und hier prägt ihr meinen Duft ein. Nein, hier. Hat der gerade reagiert? Ja, ich weiß, es stinkt. Na dann, auf Wiedersehen, George. Ich habe so das Gefühl, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen, aber bis dann, Leute. Bis dann, das ihr Volk, ihr edles Volk der Elums. Okay. Erstmal speichern. Ja. Schauen wir erstmal, was hier ist. Wow. Shit. Hallo. Was echt scheiße ist, das Ding hat irgendwie ein Bewegungspattern. Hallo. Scheiße. Und ich muss. Wow! Hallo. Gleichzeitig ausweichen und mir das merken. Ah, coole Idee. Hallo. Hallo. Okay. Ui. Ui, cool. Hat geklappt. Hallo. Hallo. Ach du Scheiße. Okay. Oh, gut gemacht. Ich hätte fast nicht gedacht, dass ich es hinkriege. Gucken, wen wir jetzt alles in die Luft sprengen. Bam. Ja, wir nähern uns anscheinend ihrem Tempel oder weiß ich nicht was. Dieses runde Ding hier. Scrabania, Brutstätten der Scraps und Versuchsgelände der antiken Mudokons. Trotze den tödlichen Fallen von Scrabania und weiche den bösartigen Scraps aus, um deine Bestimmung im Herzen des Tempels zu entdecken. Wie zur Hölle?
Wow. Oh, das war cool. Wow, und tschüss. Asshole. Wie ich sie hasse. Wir bewegen uns in den Tempel hinein. Und sind anscheinend drin. Und ich höre schon ein Scrap. I don't like that. Skrabanisch Tempel. Hier Deutsch, schwere Sprache. Wow! Gibt's jetzt hier schon Secrets oder was? Ich weiß nicht. Bloß jetzt gibt's wieder Mulukons zu retten. Es sieht fast so aus, Leute. Holy Crapness! Ja! Okay, das heißt, es wird wieder ein wenig schwieriger. Aber was wir gerade schon mal gemacht haben, ist, wir haben unser erstes Secret wieder entdeckt. Yay! Speichern macht keinen Sinn gerade. Aber ihn hier in die Mine treiben oder übernehmen. Okay, er kann ihn anscheinend nicht deaktivieren. Ah, wir hätten uns auch... Oh, ich glaube, ich hab's falsch gemacht. Jap. Ich hab's falsch gemacht. Ich muss mich mal eben filmen lassen. Hoffentlich haben wir jetzt, wenn wir Secrets da sind, nicht die Checkpoints so versaut. Jetzt sind wir ja erstmal hier. Ich hab's falsch gemacht. Ich hätte es anders machen müssen. Aber jetzt habe ich wieder eine neue Idee und auf geht's. Scheint schon mal bis jetzt kein unfaires Secret zu sein. Aber ein schwieriges. Wisst ihr warum? Weil wir nur verdammt kurze Zeit haben, das Ding zu betätigen. Ungefähr 2 Sekunden. Und da habe ich zweimal die Chance drauf, grün zu drücken. Sonst sieht er mich oder ich hau daneben. Das ist schon cool, wie das Spiel alles kombiniert. Denken wieder mal, Reaktion, Geschwindigkeit. Sehr coole Idee wieder. Das sind so die Stärken des Spiels. Und wenn die alle zusammenkommen, dann... Das ist eigentlich am genialsten. Dich können wir schon mal aufmachen. Okay, das dazu. Jetzt beruhig dich mal wieder. Wow, ganz ruhig, Kollege. Geschafft. Denn wir brauchen den Typen hier. Jetzt muss ich erstmal wieder hoch, glaube ich. Genau. Dann übernehmen wir den Typen. Also jetzt können wir wieder mitzählen. Also ich denke, wir haben bis jetzt 40 Leute befreit. Ich wäre echt mal wieder dankbar über eine Anzeige. Und das, was hier putzt, müsste dann 41, 42 sein. Wow! Was war... Oh, scheiße, ich hab's ja verkackt, kann es sein? Ja. Die sind, verstecken sich mehrere von den Viechern hinter diesen Kugeln.